So fürchterlich viel ist ja nicht los an den Märkten derzeit. Deswegen will ich heute mal eine etwas ungewöhnliche Seite eines Themas beleuchten, das wahrscheinlich derzeit das Wichtigste ist, nämlich Inflation, dauerhaft ja oder nein. Das hat große Konsequenzen für das, was an den Finanzmärkten passieren wird. Und ich will das heute mal von einer etwas ungewöhnlichen Seite betrachten, nämlich von einer Mentalitätsseite vor allem der Amerikaner, aber des Westens insgesamt, nämlich des Größenwahns des Westens, dessen Anteil am weltweiten BIP immer weiter sinkt, aber der Anspruch ist eben, den Lebensstandard zu erhalten oder sogar zu verbessern. Das gilt vor allem für die Amerikaner und ihre auf Pump basierende Wirtschaft, die Amerikaner ja nicht nur als Haushalte und als Unternehmen, sondern auch als Staat extrem verschuldet. Und die gesamte US-Wirtschaft, die muss sich weiter drehen durch Konsum, durch Pump. Diese Schleife wird dazu führen, dass die Arbeitnehmer, und das ist meine These, höhere Löhne brauchen, um dieses Niveau halten zu können. Und die Politik wird diese höheren Löhne forcieren, denn sie will das Wahlvolk günstig stimmen. Und das spricht für eine etwas dauerhafte Inflation. Schauen wir uns zunächst mal an, wie die G7-Staaten aufgestellt sind. Vor 10 Jahren hatten die noch 70% des globalen Outputs geliefert. Inzwischen sind es noch 40%, Tendenz weiter fallend. Das wird bedeuten, so hier Harry Melandry, dass auch die Mittelklasse eben relativ absteigen wird, dass also der Wohlstand der Mittelklasse der westlichen Gesellschaften abnehmen wird. Ist das wirklich so? In den USA wohl nicht, denn da haben wir gesehen, der Staat hat Helikoptergeld ausgeschüttet und jetzt ist die Frage, was kommt denn jetzt nach diesem Helikoptergeld? Die Leute wollen weiter konsumieren, aber die Preise sind gestiegen, also müssen die Löhne rauf, denn die Kosten, die dürften für die Amerikaner weiter steigen. Aber schauen wir uns zunächst mal in Relation zum Westen, vor allem zu den US-Aktienmärkten an, was eigentlich China an Output oder China an Output hat. Hier zum Beispiel der Anteil an globalen Assets. Hier sehen wir sehr, sehr wenig ausgeprägt, sogar bei ausländischen Portfolios kaum ausgeprägt. Aber China ist immer wichtiger geworden in Sachen Produktion, aber als Investmentstandort eigentlich fast unbedeutend. Völlig anders die Amerikaner. Hier sehen wir eine extreme Dominanz des amerikanischen Aktienmarkts, der sich nicht nur viel besser entwickelt hat als fast alle anderen Aktienmärkte, der weit über 40 Billionen Dollar auf die Waage bringt. Und wer zum Beispiel das maßgebliche ETF MSCI World kauft, in der Hoffnung, in der Meinung, ja, die globalen Aktienmärkte abzubilden, der kauft praktisch zu 2/3 den US-Aktienmarkt. Alleine die 5 großen US-Tech-Unternehmen machen etwa 10% des MSCI World aus. Also wir haben eine extreme Dominanz der Amerikaner in diesem Sektor, im Kapital, überhaupt an den Kapitalmärkten, könnte man sagen. Und die Frage ist, ob das so bleibt. Meine wahrscheinliche These dürfte lauten, nein, das wird nicht so bleiben, das wird sich relativieren. Hier sehen wir mal zum Beispiel, was die Amerikaner derzeit erwarten. Und das sagt vieles. Sie erwarten, dass sie ihre Ausgaben deutlich erhöhen werden, Spending, auch wegen Inflation, aber nicht nur, sondern weil sie Lust auf Konsum haben, während gleichzeitig ihr Einkommen deutlich weniger steigt. Da ist also diese riesige Lücke. Das bedeutet, noch mehr Pump, noch mehr Konsum auf Pump, aber das muss irgendwo doch ein bisschen noch gegenfinanziert werden, entweder durch mehr Kredit von der Bank, entweder durch höhere Limits bei Mastercard und anderen Kreditkarten oder eben durch höhere Löhne. Und ich glaube, dass die höheren Löhne kommen werden und kommen müssen, weil zum Beispiel die Amerikaner, wie hier frische Daten zu der Erwartung der Mietpreise zeigen, erwarten, dass über die nächsten 12 Monate die Mieten um knapp 10% steigen werden. Die Leute brauchen Geld, sie brauchen das Geld und die Politik wird es ihnen geben, denn sie wollen natürlich das Wahlvolk günstig stimmen und werden appellieren an die Arbeitgeber, macht mal Mindestlöhne, setzt das durch. Die sind teilweise, nämlich die Arbeitgeber teilweise, sowieso schon gezwungen, die Löhne anzuheben, weil der Arbeitsmarkt tight ist, wie man sagt, weil der eng ist inzwischen. Das wird sich dann noch klarer herauskristallisieren. Jetzt kommt inflationär wahrscheinlich noch hinzu, wenn es denn gelingt, dieses Infrastrukturpaket hier zu schnüren. Das ist jetzt in der entscheidenden Phase.
Es gibt so eine Zwei-Parteien-Expertengruppe aus US-Demokraten und US-Republikanern, die sich da zusammengesetzt haben, haben jetzt einen Vorschlag erarbeitet mit knapp $1 Billion an Volumen. Biden will heute diesen Deal finalisieren. Die Demokraten insgesamt haben gesagt, ja, wir geben jetzt noch 24 Stunden, damit hier ein Deal gemacht werden kann. Das ist jetzt also in den letzten Zügen, denn ab Freitag, respektive Samstag, wird dann der US-Kongress erstmal im Sommerurlaub sein. Das heißt, das muss jetzt irgendwie passieren, sonst wird es nicht mehr passieren. Das wird wichtig, denke ich, heute für die Frage auch Inflation, Rohstoffe, all diese Dinge dürften davon beeinflusst werden. Aber jetzt wieder zurück zum Thema Inflation. Wenn eben die Löhne steigen, dann wäre das das letzte Puzzle, das wir noch brauchen, um eben die Inflation wirklich auch dauerhafter zu bekommen. Nicht nur, dass mir viele Leute schreiben, also in meiner Branche, da sieht es so aus, fast alle sagen massive Preiserhöhungen an allen Fronten. Ankündigung von weiteren Preisanhebungen etc. Jetzt merkt auch die Fed, oh, das wird ein bisschen schwierig. Bostic hat das gestern gesagt, dass die Inflation nach oben überrascht und dass man deswegen 2022 schon die Zinsen anheben muss und mit dem Tapern beginnen muss. Rosengren von der Boston Fed ganz ähnlich. Die Inflationsrisiken haben sich erhöht und man sollte darauf reagieren. Heute haben wir einige Fed-Speaker wie dann Bostic, wir haben Williams, wir haben Ballard und wir haben Barkin und Harker. Also da ist wieder viel los, die werden sich alle äußern und der Tenor dürfte sein, ja, mit der Inflation, das ist doch ein bisschen höher, aber wir haben noch ein bisschen Zeit bis zum Tapering. Hier sehen wir mal die Einschätzung der Fed-Mitglieder in Sachen Inflation. Hier sehen wir noch im März, das ist hier schwarz, hat man gedacht, ja, okay, die Risiken sind einigermaßen ausgeglichen in Sachen Inflation. Inzwischen hat sich das ganz verschoben in den Juni. Da sieht man schon, dass die Inflationsbesorgungen, die Inflationssorgen deutlich stärker gewachsen sind. Also die Fed, die ist ein bisschen am Umsteuern. Und jetzt kommen Aussagen aus China. Und überraschenderweise sagt hier, dass die Bankenaufsicht, also aus unserer Sicht, ist diese Inflation nicht temporär. Die hat Gefahren vor allem für bestimmte Unternehmen, für kleinere und mittlere Unternehmen. Jetzt sollen die Banken, so die Anweisung in China, eben Forecasts, um die Risiken zu kontrollen. Also man soll sich hier kümmern, dass die Risiken nicht aus dem Ruder laufen. Die Bankenregulatoren erwarten auch, dass die Erzeugerpreise 10% steigen werden oder das 10% Niveau erreichen werden. Einer der wichtigsten Chip-Hersteller, nämlich TSMC aus Taiwan, hat gesagt, dass er die Preise anheben wird im nächsten Jahr von 10-20% aufgrund der großen Nachfrage. Zero Hedge hat gesagt, ja, das ist natürlich alles transitory, also vorübergehend. Sie werden in dem Moment sofort wieder die Preise senken, sobald die Fed mit dem Tapern beginnt. Das bringt das Ganze so ein bisschen auf den Punkt. Die Fed wird zu spät kommen und dann vielleicht zu stark auf die Bremse treten. Das ist die große Frage, ob das so passieren wird. Auf die Bremse getreten ist gestern mal wieder Robert Kaplan, Dallas Fed-Chef, der gesagt hat, also die Märkte unterschätzen, dass die Fed praktisch sehr schnell agieren wird oder dass die Fed früher agieren wird, als die Märkte und die Investoren glauben. Da gab es dann gestern nochmal so eine kleine Schwäche in einem, naja, relativ wenig inspirierten Aktienmarkt an der Wall Street gestern, kaum Veränderung. Wir sehen hier mal die Intraday-Range, da sind wir jetzt gestern bei 12 Punkten gewesen. Am Freitag waren es ja noch deutlich mehr, da ging es ja richtig zur Sache. Und am Freitag, so eine neue Untersuchung, haben Retail-Investoren, also Privatanleger, wenn man so will, so viel Aktien gekauft wie noch nie in der Geschichte. Da, am Freitag ging es ja deutlich nach unten. Da haben die also zugegriffen, günstig. Na, war ja noch nie so günstig wie derzeit an der Wall Street. Und da hat man dann eiskalt zugeschlagen in einem extremen Volumen. Und die Analyse zeigt auch, dass vor allem die Hedgefonds auf der Verkäuferseite standen, die Privatinvestoren auf der Käuferseite. Die Hedgefonds hatten sich vor allem von Value-Werten getrennt, die ja hier durch diese hawkische Wende der Fed so ein bisschen
unter Kreuzfeuer gekommen waren. Jetzt schauen wir uns nochmal in Sachen Märkte hier den Nasdaq an. Da haben wir zwar wieder mal ein neues Allzeithoch erreicht, aber schauen wir uns mal an, wie viele Aktien über ihrem 6-Monats-Hoch handeln, und dann ist das sehr, sehr bescheiden. Das heißt, wir sehen nach wie vor die Dominanz der Schwergewichte wie Microsoft, wie Apple. Microsoft hat ja jetzt die 2 Billionen Marktkapitalisierungsgrenze überschritten. Viel, viel mehr als etwa chinesische Tech-Riesen, aber Microsoft spielt in Asien praktisch kaum eine Rolle, Apple spielt in Asien nur eine sehr untergeordnete Rolle, Google spielt gar keine Rolle in Asien, und die chinesischen Konzerne, Tech-Konzerne, versuchen jetzt vor allem zunächst mal nach Europa zu kommen. Wer die EM schaut, der sieht überall TikTok-Werbung, Alipay, also die versuchen jetzt hier in die westlichen Märkte reinzukommen, zumindest in die europäischen Märkte. Da ist irgendwie ein Ungleichgewicht in der Wahrnehmung zwischen eben US-Tech-Konzernen, die sind sehr, sehr sportlich bewertet, verdienen natürlich auch richtig gutes Geld, aber es ist eben so, dass die auf den Westen begrenzt sind, und andere sind viel weniger hoch bewertet, eben chinesische Konzerne zum Beispiel. Und da ist ein Missverhältnis, das sich so bald auflösen dürfte oder absehbar auflösen dürfte. Ebenso wie das Thema Inflation, nachhaltig ja oder nein, nach meiner Auffassung wird sozusagen diese Gewöhnung an den Konsum, die Gewöhnung an das Helikoptergeld, die Leute anspruchsvoller machen. Jetzt ist das Helikoptergeld nicht mehr da, wir wollen eine Ersatzleistung, weil wir wollen konsumieren, und die US-Wirtschaft braucht diesen Konsum und die Politik braucht die konsumwütigen Bürger, und so ist das eine Spirale, die wahrscheinlich zu einer dauerhafteren Inflation führen wird. Wir werden sehen, was passiert. Um 11 Uhr, nee, um 10 Uhr, jedenfalls kommt der IFO-Index bei finanzmarktwelt.de, werden wir uns das gleich mal anschauen. Ansonsten einen wunderbaren Start in diesen Tag, und schauen Sie auf finanzmarktwelt.de. Ich sage Servus und Ciao.